Einen wunderschönen guten Morgen zur nächsten Civilization-Folge. Herzlich willkommen zurück zu unserem Liedermarathon-Display mit Genghis Khan und den Mongolen. Und wir haben hier unseren, ich würde mal sagen, fast einsamen Speer an der Ostküste des Kontinents. Während unser anderer Speer schon gewassert ist und sich aufmacht, die Welt zu umsegeln oder umrunden, wie auch immer, wird unser anderer Speer das gleiche von der anderen Seite machen, damit wir hier ein paar Zeitalterpunkte abgreifen. Denn wir brauchen auch wieder 160 Zeitalterpunkte für das nächste Mal normale Zeitalter. Und das ist für uns immens wichtig, dass wir solche Dinge erreichen. Denn Loyalität kann nicht unwichtig werden. Ja, wir sind dran bei den, ich sag mal, neuen Städten, beziehungsweise französischen Städten, die zu erobern oder einzunehmen oder wie auch immer. Die Frage ist, behalten wir die oder behalten wir die nicht? Grundsätzlich hätte ich gesagt, wir behalten sie nicht. Sollte beim Mühlmapu allerdings an uns fallen, in 18 Runden ist es soweit, wäre das nochmal interessant zu erfahren, ob wir nicht da doch eventuell ein bisschen was abgreifen können. Vielleicht. Viel wichtiger ist aber, dass wir erstmal gucken, dass wir hier die Städte einnehmen. Rouen ist die erste Stadt, die wir einnehmen wollen, und wir müssen mal schauen, wie gut sind die Franzosen eigentlich ausgerüstet. Die Franzosen sind hinter uns. Nicht weit hinter uns, aber ein bisschen. Die sind im Industriezeitalter, wir sind auch im Industriezeitalter. Allerdings, laut der Anzeige sind wir da schon ein bisschen fortgeschrittener. Das kann aber sein, dass wir deswegen fortgeschrittener sind, weil wir hier die Sanitätsversorgung schon erfüllt haben. Die anderen können aber schon gut auch das hier auch haben. Ne? Feldkanone, Kürassiere und so weiter. Wir sind also noch nicht in einem neuen Zeitalter. Viel wichtiger wäre es, mit besseren Truppen wie Artillerie, Infanterie und so weiter anzugreifen. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Wissenschaftsertrag ist super. Das liegt auch natürlich nichtsdestotrotz an unseren vielen Städten und an den wenigen Städten der KI. Auch militärmäßig sind wir gut drauf. Wir sehen, Katharina von Medici ist noch so ein bisschen unser einziger richtig starker Gegner mit 332 Einheiten. Das ist knackig. Ich sag's, wie es ist. Wir gucken mal. Ne? Also, es gab noch den Tipp von Frank. Vielen, vielen Dank an der Stelle für deinen lieben Kommentar wieder, dass wir doch auch ein bisschen im Norden angreifen sollen. So ein bisschen für Unruhe sorgen. Hier in Marseille. An sich eine gute Sache. Uns fehlen so ein bisschen die Truppen dafür. Wir könnten vielleicht die ausgehobenen Truppen, die wir haben, also hier die beiden hier, die Linieninfanteristenkorps, und die hier und vielleicht noch unseren dann hoffentlich Fernkampfeinheiten, die können wir da vielleicht noch hochschicken. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Lass uns das mal tun, dass wir uns die hier so ein bisschen zurechtsammeln. Die haben ja auch eine relativ hohe Bewegungsreichweite durch die Wege, die jetzt inzwischen hier in unserem Land sind. Ist das, glaube ich, alles gar kein Problem mehr. Die sind hier super schnell unterwegs. Und dann können wir da vielleicht mal gucken, ob es nicht sinnvoll ist. Jetzt müssen wir mal gucken, haben die jetzt. Wir haben doch noch woanders Militär ausgehoben, ne? Wir haben doch nicht nur da Militär ausgehoben. Wir haben doch hier oben allgemein Militär ausgehoben, ne? Breslau. Allerdings ist das schon wieder nicht unsers. Ne, 26 und eigentlich müsste das doch. Ne, warte mal, wo haben wir denn? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ach so, wir hatten da Militär ausgehoben, aber der Suzerän-Status hat gewechselt, deswegen haben wir das hier nicht mehr. Ja, ärgerlich eigentlich, aber egal. Mit den beiden Korps, mit den fünf dann vielleicht Einheiten, wir müssen die natürlich dann auch noch aufbessern. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Geld, glaube ich. Das Aufbessern kostet jetzt uns ganz schön viel. Mal gucken, ob wir nicht den einen oder anderen Deal nochmal machen können, dass wir vielleicht doch nochmal ein paar Sachen verkaufen können an, ich sag mal, Gütern. Will denn zum Beispiel jemand Pferde haben? Die Mapuche wollen Pferde haben. Ich weiß aber nicht, wie viel. Ändert sich auch vom Preis nichts, ne? Nee. Ein Pferd. Naja, gut. Verkaufen wir mal ein Pferd. Eisen brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Ist das denn da beliebt? Nein. Also auch ein Eisen können wir an die Mapuche geben. Die haben halt kein Geld. Die haben alle kein Geld für nichts. So, bei Kohle sieht es dann schon anders aus. Aber die haben alle wirklich Geldprobleme. Ich verstehe das gar nicht. Was ist denn mit denen passiert? Ah, das ist echt krass. Also so eine Partie hatte ich auch noch nicht, dass die KI einfach keine Kohle hat für nichts. Kein Geld für gar nichts. Obwohl die ja auch eigentlich Städte haben, ne? Also die müssten ja auch verdienen. Aber irgendwie,
der Krieg denn so teuer war oder so, keine Ahnung. Ganz, ganz merkwürdige Partie irgendwie. Wir haben hier unten noch einen Schwertkämpfer, den haben wir ausgehoben. Der bringt uns natürlich nicht viel, aber gut, wir haben ihn halt. Und ja, das war's dann auch schon. Okay, spielen wir weiter, oder? Also, wichtig ist, wir haben die Franzosen jetzt denunziert. Und in 4 Runden können wir da den Krieg erklären. Das wird spannend. Es wird spannend. Mamul Mapu wird... Ja, ich weiß nicht, ob die fallen werden. Guck mal, hier in Mittler wurden auch französische Truppen ausgehoben. Die sind auch gefährlich, weil die uns in unserem Rücken stehen hier. Da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern, dass wir da nicht irgendwie noch attackiert werden. So, hier ist Wohnraummangel in diversen Städten. Da kümmern wir uns drum. Dann haben wir die nächste große Persönlichkeit, einen großen Wissenschaftler. Oh, nett. Löst 2 zufällige Zeittechnologien des Industriezeitalters oder der Moderne aus. Erschließt Öl ohne die üblichen Technologievoraussetzungen. Aha. Ja, hallo, James Young. Na, wunderbar. Dich nehme ich doch mit absoluten Gusshänden. So, Stahl hat großen Fortschritt gemacht. Und Raffinerie, das ist gut für uns. Wegen Öl. Aber jetzt ist die Frage, haben wir jetzt Öl aufgedeckt? Nee, oder? Doch! Wir haben Quelle für Öl entdeckt, ja, im Wasser. Warte, wait, ist das unsere einzige Ölquelle? Oh, das ist, ja, krass. Es ist, also wir haben tatsächlich Öl aufgedeckt. Und das ist unsere einzige Ölquelle? Wow. Oh, wir haben ein riesiges Gebiet und das ist unsere einzige Ölquelle. Unfassbar. Wie viel ist denn Öl auf der... Also, das muss doch... Wo ist denn das ganze Öl? Öl. Das ist jetzt... Das möchte ich jetzt suchen. Wir haben 15 Mal Öl gefunden und nur einmal in unserem Reich. Wow. Die Franzosen haben sehr viel davon. Ja gut, da im See ist auch noch was. Das ist zumindest machbar in der Nähe. Da ist ein bisschen was in der Wüste. Da oben im Eis, im ewigen Eis, ist ganz viel Öl. Das bringt uns wenig. Ja, gut. Okay. Gut. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Das ist ja schon auch spannend. Hier ist noch eine Einheit. Die ist gut. Können wir gleich mal uns auf den Weg machen lassen. Und die hier... Können wir das Ganze nochmal reparieren. Sehr schön. Ja, ich denke auch. Ich denke, das ist eine gute Idee, hier mal ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Finde ich gut. Können wir mit den Einheiten machen, die hier tatsächlich stationiert sind. Wir sammeln jetzt mal so ein bisschen Geld dafür, dass wir die noch aufwerten können, gleich dann in einer Runde. Die Feldkanone. Wir hätten den Ritter vielleicht noch dazustellen können. Wo ist denn hier unser Ritter? Die einzige Rittereinheit, die wir haben. Die dann auch nochmal ein bisschen... Da, den hier. Den können wir doch auch nochmal da oben hinstellen. Die müssen ja nicht alle da sein. Theoretisch. Achso, wir haben hier Sanitäter schon gemacht. Dann würde ich sagen, schicken wir einen anderen Sanitäter noch da hoch. Ja, jetzt ist hier natürlich Stau und stockender Verkehr. Also wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht doch nochmal über diesen Weg hier reingehen nach Frankreich. Das ist allerdings alles ein bisschen... Also ich meine, diese Pferdeinheiten kommen ja ganz gut vorbei. Vielleicht müssen wir die nicht wirklich da unten lang schicken. Wie gesagt, der Puy de Dôme, ansonsten ein schöner Berg der Tour de France, ist leider jetzt hier ein großes Hindernis für uns. So, das ist doof. Okay, jetzt gehen wir mal auf diesen Forschungsbaum. Ich will mal schauen, was haben wir denn jetzt fertig? Also Stahl, wunderbar, ja. Raffinerie auch sehr gut. Das Einzige, was das Problem ist, wir müssen eigentlich, wenn wir Öl erschließen wollen, wir haben nicht beides im Wasser, müssen wir uns Ölbohrinseln ranholen. Und die kriegen wir, glaube ich, erst ein bisschen später. Ich weiß jetzt gar nicht genau wo, aber... Da. Bohrinsel. Geht erst im Atomzeitalter bei der Plastik. Das dauert noch ein bisschen. Das heißt, an Öl kommen wir jetzt erstmal nicht. Und das ist ein tatsächliches Problem, weil dann ist das ganze Panzergedöns... Tatsächlich völlig für den Eimer. Wir müssen dann tatsächlich als erstes dann richtig schnell zur Plastik, damit wir Öl anschließen können.
Das wird dann wahrscheinlich unser nächstes Ziel sein. Aluminium eigentlich auch wichtig. Wir müssen mal schauen. Wir brauchen jetzt zum Beispiel für die hier, brauchen wir Öl. Na, für die brauchen wir auch Öl. Für diese ganzen neueren Einheiten brauchen wir Öl. Und wir werden dann hier auch nochmal, hier brauchen wir auch Öl, toll. Und ich glaube, dass wir auch für irgendwann mal für Sachen Aluminium brauchen. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Oder? Ja, für die Hubschrauber brauchen wir zum Beispiel Aluminium. Also, ist dann erstmal nicht ganz so wichtig, aber der nächste, ja genau, und für die ganzen späteren Einheiten hier brauchen wir dann wahrscheinlich Öl. Ja gut, Öl brauchen wir vor allem, aber kein Aluminium. Weniger Aluminium. Also für die Helikopter brauchen wir Aluminium. Also das wird wichtig. Unangenehm, dass wir das da jetzt so haben. Okay, machen wir es mal weiter. In Guayaquil können wir theoretisch noch Sachen bauen. Ich würde tatsächlich gerne nochmal unseren Geldvorrat ein bisschen erweitern. Hier vielleicht dann tatsächlich nochmal ein Handelszentrum hinsetzen. Ich denke, das ist gut und sollten wir auch da weiter forcieren. Fabriken könnten auch helfen, einfach für die Produktion. Energieversorgt ist so eine Sache, aber wir haben eigentlich eine ganze Menge Kohle. Daran sollte es eigentlich nicht scheitern, weswegen wir da gut eigentlich auch mal ein bisschen was bauen können. Und ja, hier Markt oder Bibliothek, beides interessant. Ich würde jetzt im Moment erstmal für den Markt tendieren. Wissenschaftlich sind wir ganz gut davor. Wir brauchen allerdings wieder ein bisschen mehr Geld. Daran scheitert jetzt gerade so ein bisschen. So, Einheiten sind eigentlich in Position. Brauchen wir jetzt unbedingt nicht unbedingt jetzt was machen. Das ist ganz gut. Kommen wir mal ein bisschen schneller voran. Wenn dann auch mal mein Gequatsche aufhört. So. Handwerker ist jetzt natürlich auch wieder schwieriger. Wir haben ja noch Handwerker. Wir haben noch nicht mehr ganz so viele. So, das ist tatsächlich ein, ich will nicht sagen, Problem. So, du solltest wohin? Da unten hin. Aber da ist doch gar nichts zu reparieren, weil das ist doch eine Sache, die müsste man hier reparieren. Das ist Quatsch. Ich heb dich, glaube ich, mal auf. Du hast noch zwei Verbreitungen, du hast auch noch zwei. Wir hätten hier vielleicht noch ein bisschen Bedarf, aber grundsätzlich glaube ich, ist es erstmal egal. Lass uns die mal aufheben, die Handwerker hier. Sowohl dich als auch Dings. Wir haben noch immer mal wieder so Flussüberschwemmung und ich brauche dann hier diese Ölgeschichten. Das heißt, ich schieb dich da einfach mal weiter und lass dich da mal stehen. Und die Handwerker brauchen wir eventuell noch hier unten, eben für Städte oder sowas. Wir lassen das mal. Das ist okay. Und hier ist auch nochmal jemand, den wir dann später auch gut noch zur Verstärkung hier hinschicken können. Da können wir nämlich nochmal einen Nieneninfanteristen-Korps bauen. Und hier können wir, glaube ich, auch mal die zusammenführen, oder? Das ist doch auch Quatsch, wenn wir die irgendwie einzeln machen. Ja, dann haben wir nämlich auch noch einen Armbrustschützen-Korps und dann sind die einfach ein bisschen stärker. Ich denke, das ist sinnvoll. Genau, den einzelnen Ritter kriegen die noch an die Hand gestellt, den Sanitäter. Ja, dann sieht das doch schon wieder ganz. Ach, guck mal an, hier ist auch noch ein Keschik. Ja, aber wir sammeln ja gerade schon hier auf der Seite. Das heißt, der kommt jetzt erstmal nicht mit in den Kampf für Frankreich in Frage. Ja, und genau, den wollten wir noch hier hinpacken für den Korps. Allerdings sind das ausgehobene Einheiten. Ich weiß gar nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun. Das lassen wir. Nee, nee, nee. Den werden wir einfach auch schon mit hier unten hinschicken. So, und hier werden wir mal weiter segeln. Würde mich ja schon mal reizen, oder zu wissen, ob hier noch irgendwo Inseln sind, die vielleicht spannend sind, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Gut, also Geld ist ein Problem, darum kümmern wir uns. Glauben haben wir ganz viel, das können wir aber leider nicht ausgeben derzeit. Wir haben, was das angeht, da sind wir nicht gut aufgestellt. Und ja, ansonsten müssen wir halt weiter produzieren. Aber das mit dem Öl ist krass. Unsere Generäle fahren schon mit Auto. Und das nächste Weltwunder wurde gebaut. Das werde ich mir gleich wieder notieren. Den langen Arm machen hier. Einen Moment, das brauchen wir nicht. Aber das hier. Habe ich eigentlich schon. Doch, die letzte Partie müsste eigentlich drin sein, oder? Mann, das weiß ich gar nicht.
Gut, das. Da muss ich jetzt mal echt mal überlegen. Hab ich die reingestellt? Oh, ich muss mal ins Google Docs Dokument gucken, ob ich das gemacht habe. Auf jeden Fall wurde verbotene Stadt gebaut. Während da die religiösen Einheiten sich auch bekriegen, damit haben wir ja nichts zu tun. Ich glaube, das ist auch eher so ein Glaubenskrieg der Nation im Moment, ne? Also man sieht es hier auch. Da wird ordentlich reingebuttert, sowohl von allen möglichen Seiten. Ich bin echt gespannt, ob uns das nochmal irgendwann, ob das nochmal irgendwann relevant wird. Knien wir nieder und beten wir. Ich weiß nicht zu wem. Oder gibt es schon einen Schutzheiligen der Ballistik? Genau, so. Wir wollen... Was ja alles Fortschritte gemacht hat, Wahnsinn. Wir wollen die Feldkanone haben. Die kostet uns allerdings 620 Gold. Günstiger als ich dachte, ehrlicherweise. Ist ja doch okay. Kann man ja fast noch mit leben. Ja, und dann gehen wir damit nach Marseille. So, den Ritter ziehen wir dann auch noch mit rein. Der kann sich dann auch so ein paar Einheiten kümmern. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. So, Hilfsanforderung. Genghis Khan wurde von einer Naturkatastrophe. Wir sollten beim Wiederaufbau helfen. Ja, unbedingt. Unbedingt. Wir sind dafür. Oder so. Können wir dafür sein? Weiß ich gar nicht. Mehr Wohnraum benötigt. In Rustavi. Mehr Annehmlichkeiten benötigt in Cuenza. Alles richtig. Alles schwierig. Den Technikbonus können wir uns mal gleich angucken. Das ist cool. Wenn wir so viele. Wir haben so viele Technikboni jetzt hier. Das ist schön. Das ist eine schöne Sache. Und wir können einen neuen Händler-Handelsweg machen. Ich glaube, wir gucken jetzt mal stur aufs Geld. Preslav. Ja, Konstantinopel ist schon nicht schlecht. Ne, mit Produktion und sowas. Gibt uns da auch nochmal einen Handelsposten. Das ist schon okay. Hier bauen wir dann gleich die Bibliothek hinterher. In Kakska auf jeden Fall den Markt. Wir wollen jetzt mehr Geld scheffeln. Und wir brauchen Handelswege. Dafür kriegen wir auch wieder mehr Geld. Also das ist schon wichtig. So, jetzt können wir hier einen Watt bauen. Das gibt uns Wissenschaft und Glauben. Den finde ich jetzt nicht ganz so wichtig in Kumana. Ich würde sagen, wir bauen hier weiter Einheiten. Jetzt so wie wir es können. Kürassiere können wir zum Beispiel bauen. Die sind relativ stark. Kavallerie wäre auch möglich. Feldkanonen wäre möglich. Feldkanonen brauchen gar nichts. Eine weitere Bombarde bräuchten wir theoretisch. Wir haben ja erst eine. Wir brauchen ja... Oh, wir haben zwei. Das ist ein Korps. Ich würde aber tatsächlich erstmal für die Bombardenkorps sorgen und da erstmal weiterbauen. Können wir jetzt hier nicht machen. Deswegen können wir hier ruhig eine normale Landeinheit bauen. Keshiks sind eigentlich unsere... Nahkampfeinheit, aber die haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch die Feldkanone. Das ist okay. Dann werden wir hier noch eine Feldkanone bauen, damit unser Keshik, ich glaube, die haben irgendeinen Keshik hier hingeschickt. Den hier. Der dürfte dann nämlich auch zur Feldkanone verbessert werden. Dann haben wir da auf jeden Fall auch schon mal wieder einen Korps. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. So, die Einheiten bleiben da erstmal. So, und du ziehst natürlich auch schon mal voraus. Und dann haben wir es, glaube ich, bald, ne? Ach krass, wir haben hier so richtig viel Bewegungsreichweite jetzt auf einmal. Okay, cool. Das ist nicht schlecht. Ja, die können auf jeden Fall mal sich dann auch zu einem Korps formieren, irgendwie, wenn es geht. Ja, und die müssen wir dann einfach alle weiter bauen, ne? Das ist alles gut. So, wie sieht es hier aus? In 16 Runden, das ist sehr, sehr langsam. Also da sitzt auch noch ein Gouverneur drin. Wir bauen, haben wahrscheinlich zu wenig Druck, wobei der Druck hier ja relativ gut ist. Aber ich glaube, das ist zu wenig insgesamt, dass da irgendwas groß passiert. Hier ebenfalls, hier passiert halt nichts. Ich sag mal so, wenn die Stadt fällt, könnte das nochmal interessant werden für die und letztendlich auch für die hier unten. Avignon ist zu klein, die haben einen Einwohner. Da ist auch gerade irgendwas passiert. Entweder der Vulkan ist nochmal ausgebrochen oder der Fluss wurde überschwemmt, aber die haben auch nochmal Bevölkerung verloren. Sieht nicht so gut aus für Frankreich, muss ich sagen. Ach, guck mal, das kostet nur Geld.
den Ritter zum Kürassier zu verbessern. Oh, wir haben immer so wenig davon. Vielleicht sollten wir in 3 Runden dann doch nochmal die Verbesserungskarte reinnehmen. Zumindest was das Geld angeht. Also Ressourcen sehe ich ja nicht das Problem, aber zumindest beim Geld sollten wir dann doch nochmal ein bisschen was machen bei den Einheitenverbesserungen. Da sollten wir das jetzt nicht ungenutzt lassen, die Möglichkeit. Ja, du kannst dich auch schlafen legen, ist auch okay. Ja, vielleicht möchte ich doch mal von hier oben nochmal ein bisschen reingehen in die ganze Geschichte. Ich will die einfach ein bisschen näher dran haben. Die sind mir immer noch alle zu weit weg vom Geschehen. Die Einheiten. Ich brauche die mehr an der Front. Also, ja, hier eigentlich. Und wir können auch versuchen, mit den schnelleren Einheiten hier durchzuschlüpfen. Also das ist schon ein Ziel und wie gesagt, wir gucken da oben so ein bisschen. Übrigens auch in Frankreich gibt es Öl, allerdings auch nur im Wasser, wenn ich das richtig gesehen habe damals. Ja, 1, 2. Naja, die dritte Quelle ist hier unten, ne? Ja. Also die Franzosen theoretisch auch mit Öl, aber auch nur Wasser, also jetzt nicht so dramatisch für uns. So. Einheitengeklicke ist immer am Start. Übrigens gerade wieder relativ früh am Morgen, am Samstag. Ich bin also schon wieder früh unterwegs, um hier für euch die Folgen aufzunehmen. Oder die Folge. Das ist ja letztendlich. Ja, den Schwertkämpfer, ich weiß gar nicht. Den könnten wir natürlich irgendwie... Den könnten wir theoretisch aufbessern. Hier unten ist sogar noch Land. Aber ich glaube, das bringt immer nichts. Und die mögen uns alle auch gar nicht, ne? Wir sind so unbeliebt, das ist unfassbar. Also... Wir machen uns ja in dem Spiel auch wirklich keine Freunde. Das muss man auch mal, also das muss man auch mal erwähnen. Dass wir wirklich unbeliebt sind. Aber gut, was sollen wir machen? Das ist wie es ist. Also dieses Militärspiel, das ist, das schafft mich, ne? Das schafft mich wirklich. So, wir haben hier noch einen General, das ist gut. Der kann auch hier erstmal bleiben. Ist das der etwas schlechtere General? Nee, Industriezeit einer Moderne. Genau, nee, das ist schon der Gute. Dandara ist das. Die hier schon mit einem coolen Gefährt durch die Gegend fährt. Genau, wir wollten Richtung Öl gehen. Wichtiger wäre jetzt aber noch tatsächlich gleich einfach mal die Plastik einzustellen. Weil ich glaube, da unter der geht's nicht. Beziehungsweise wir können überlegen, ob wir noch mehr Geld scheffeln wollen. Wirtschaftswesen. Lass uns das noch einschieben. Die 3 Runden Wirtschaftswesen machen und dann gehen wir hier Richtung Plastik. Ist, glaube ich, das für uns Wichtigste derzeit. Einfach wegen den Kooperationen und die sind nicht ganz so wichtig. Die geben natürlich eine ganze Menge Geld und Produktion und so weiter. Aber was mir wichtiger ist, ist hier die Börse. Die Börse gibt uns richtig Kohle. Vor allem, wenn sie energieversorgt ist. Das könnte nochmal entscheidend werden für die weiteren Einheiten. Die sind nämlich dann irgendwann auch richtig teuer. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und ich werde nochmal im Anschluss an die Folge gucken, ob ich da schon das letzte Spiel eingeschickt habe. Das klingt mega französisch gerade. Hat die Französin schon die Amtssprache? Haben die schon die Amtssprache der Franzosen übernommen? Ist natürlich nicht, ist Theodora Byzanz. Was reden die denn eigentlich? Byzantinisch? Wahrscheinlich, oder? Was haben die denn? Ist das Byzantinisch überhaupt eine Sprache? Das Byzantinische Reich gibt es natürlich, aber Byzantinisch als Sprache habe ich noch nie gehört. Schreibt es mir in die Kommentare. Alle geschichtskennenden Menschen, die sich da noch besser auskennen als ich. Oh, starke Dürre, das ist doof, weil wir die ganzen Felder nicht mehr plündern können im Krieg. Aber gut. Lassen wir das. Wir gründen jetzt erstmal ein Korps. So, das war wichtig. Der Keschik wird dann irgendwann zur Feldkanone. Und hier haben wir noch eine Linieninfanteristen. Wir haben Stadt ohne Energie. Ja, das kommt jetzt mit hin, dass wir jetzt anfangen müssen, Energie zu organisieren. Aber es wurde ein Gebäude fertiggestellt. Das gibt immer dann immerhin Zeitalterpunkte. So, Bogota kann ein Kohlekraftwerk bauen und sollte das vielleicht auch tatsächlich tun. Würde halt hier den ganzen Süden so ein bisschen mit eindecken.
Ja, die können erstmal stehen bleiben, da brauchen wir jetzt keine Sanitäter. Die brauchen wir auf jeden Fall an der anderen Front. Und hier müssen wir dann eben aufbessern, ne? Also das sind jetzt die Einheiten, mit denen wir hier reinziehen. Ich denke, das ist okay. Wir könnten theoretisch... Nee, dürfen wir gar nicht, ne? Wir können hier nicht einfach aus den Korps machen. Ist auch schon ein Korps. Ja, machen wir dann, ne? Also 310 Gold, aber wir werden das dann gleich in zwei Runden, wenn das dann alles mal besser ist hier. Jetzt patrouilliert der hier, ne? Werden wir das mal dann ausbauen. Jetzt kann er sich hier nur verschanzen. Wir können hier nochmal einen Schritt nach vorne gehen, oder? An die französische Grenze hier oben. Wir müssen doch jetzt nicht hier starr stehen bleiben, oder? Solange wir unsere Grenzen sind, können wir uns ja dann auch aufbessern. So, wie sieht's denn aus eigentlich? Wie viele Runden haben wir denn noch? Formellen Krieg erklären. Geht jetzt schon. Ah ne, hier mit Byzanz. Falsch. Die falsche. In einer Runde. Okay, in einer Runde geht's also los. Spannend. Wir werden wieder viel plündern. Wir gucken uns das dann auch in den Politikkarten an. Ich glaube, die haben wir auch schon reingezogen, die Plünderungserträge. Um die Städte einfach ein bisschen runter zu... um die einfach schwächer zu machen, müssen wir Bezirke wieder plündern. Inzwischen habe ich ja auch ein bisschen Übung da drin. Bezirke plündern mit unseren Reitern. Und die Nahkampfeinheiten kümmern sich dann vor allem um die Städte. Boah, ich bin super gespannt. Avignon... wird nicht unser erstes Ziel sein. Wir werden direkt nach Rouen marschieren und gucken, wie das dann passt. Es klingt wirklich falsch, ne? Das muss ich wirklich sagen. Wir spielen hier wirklich nur ein Spiel. Aber es hat so einen etwas ungünstigen Beigeschmack. So, jetzt haben wir es dann vielleicht auch geschafft, oder? Nee. Noch nicht. Das ist noch nicht die Weltumsegelung. In der nächsten Runde haben wir die Weltumsegelung. Schön. Dann können wir eigentlich nochmal eine Runde weitergehen. Haben wir noch nichts zu tun. Handwerker hier, die, wie gesagt, wir halten wir mal auf. Wegen dem Öl. Dauert zwar noch ein bisschen, aber ich habe jetzt, glaube ich, in dem nächsten jetzt auch eigentlich keinen Bedarf, Handwerker zu rekrutieren. Ich weiß, ist eine schlimme Aussage. Ist gefährlich, wenn ich sowas sage hier. Bei meinen Zuschauern. Aber ich habe zumindest im Moment keinen Bedarf, Handwerker auszubauen. Ich bin echt gespannt, ne? Lass uns mal auf die Religionsmaske gucken. Ich habe das Gefühl, dass die orthodoxe Ostkirche hier, also in Form von Byzanz, hier langsam auch nochmal Länder bekehrt, ne? So, Weltumsegelung. Jetzt aber. Die Mongolei vorhin die erste Weltumsegelung in der Geschichte. 5 Zeitalterpunkte, das ist ein richtiger Batzen. Das ist auch gut so, dass wir den noch haben. Und in Karakorum kann gebaut werden. Waffenkammer, Universität und so weiter und so weiter. Parlamentsgebäude brauchen wir, glaube ich, nicht. Wunder sehe ich im Moment auch nicht als sinnvoll an. Ich würde sagen, wir bauen hier weiter an unserer am Ausbau. Und wir brauchen halt schnell wissenschaftliche Forschung. Wegen den Ölbohrinseln. Deswegen gehen wir jetzt mal Richtung Universität und bauen uns mal die... mal solche Sachen. So, und ihr guckt mal, dass ihr vielleicht hier noch mal ein bisschen was erkundet. Ich würde mir ja doch interessieren, ob da noch was irgendwo ist. So, hier ist alles okay, die können wir erstmal da lassen. Die können sich erstmal ausruhen hier, die Einheiten. Letztendlich brauchen wir sie jetzt gerade nicht. Da kommt unser Schwertkämpfer. Ja, der kann er auch dahin ziehen. In einer Runde können wir jetzt ganz viele Sachen machen. Okay, also, wie gehen wir das an? Gemäß dem Fall, wir erklären jetzt Krieg. Hier ist doch, da muss irgendeine Überschwemmung gewesen sein, weil das Lager hat es nämlich auch zerlegt. Wenn wir jetzt vorgehen, müssen wir die Bombarden vorschicken. Wir können jetzt erste Bezirke zu plündern. Ja, wir machen das jetzt mal. Katharina von Medici, wir möchten gerne einen formellen Krieg erklären. Wir haben ein Abkommen? Mit wem?
Oha, warte mal. Ist die mit irgendjemandem verbündet? Nee, nur befreundet. Eigentlich nur mit Theodora von Byzanz. Okay, formellen Krieg erklären. Vous osez attaquer mon royaume? Je ne crois point que Nostradamus lui-même aurait su le prédire. Französisch ist so eine unfassbar gute Sprache. Wenn man es richtig kann, feiere ich immer ein bisschen. Okay, da ist er. Der Krieg, der Kriege. Dann lass uns mal anfangen, oder? Lass uns mal anfangen, Bezirke zu plündern. Bezirke plündern hier an der Küste und versuchen hier nicht unbedingt... Oh, das ist gut. Das ist gut, dass die so eine Bewegungsreichweite haben. Schaut mal. Damit kommen wir auf jeden Fall schon mal hier zu den wichtigen Orten. Und können die dann schon mal plündern. Während wir unsere Nahkampfeinheiten hier auch schon super weit hinschicken können. Boah, wir können sogar den General platt machen hier. Das ist gut. Okay, da sind natürlich Einheiten drin. Das ist ein bisschen gefährlich. Gebe ich zu. Wir müssen jetzt auch mit unseren Bombarden hier voranziehen. Dass die jetzt nochmal Bewegungsreichweite haben, ist super gut. Ist das der auch? Das ist doch auch, hier wird irgendwas gebaut, oder? Das ist noch nicht fertig. Boah, krass, ey, die Dürre ist natürlich super heftig. Wo haben wir hier die nächsten Bezirke? Die können auch schon nach Rouen. Oh, krass, die können auch schon nach Rouen ziehen. Wow. Was machen wir mit denen jetzt hier? Ne, wir brauchen die hier zur Unterstützung. Guck mal, wir haben die. Wir können die sonst so hinziehen. Minenplündern müssen wir auch, ne? Fürs Geld. Von daher können wir die alle eigentlich schon mal hier hinschicken. Wenn die so weite Bewegungen haben, dann könnten wir die sogar. Wir gehen mal hier vor. Naja, wir könnten das da plündern. Wir könnten hier sogar einen Fernkampfangriff machen auf die Stadt, ne? Ja, sehe ich jetzt im Moment nicht so wichtig an. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rum. Ja, wir können halt hier nicht viel plündern. Boah, ich habe ein bisschen Angst jetzt, dass wir hier mitten im Feuer sind. Sind wir wahrscheinlich auch. So. Ach, den Ritter wollten wir eigentlich nochmal ausbauen, ne? So, wir müssen mal gucken, wie es mit Gesandten aussieht und Suzerän-Bonus. Wir haben nämlich einige Sachen, die nicht uns gehören. Das ist grundsätzlich nicht besonders klug. Katharina gehört Mitla, Katharina gehört Preslav und Katharina könnte auch Jerewan. Während Rapa Nui, Kabul und Venedig zu uns gehören. Kabul... Rapa Nui und Venedig werden jetzt weniger eingreifen. Preslav wäre gut gewesen, aber das haben wir leider verloren. Das hat die Franzosen wiederum gut gemacht. Wir sollten vielleicht jetzt... Ja, in einer Runde können wir das alles günstiger machen. Wir warten da noch drauf. Wir sparen uns das Geld. So, du kannst sogar schon Angriff machen. Auf was? Auf die Stadt. Ja, geringer Mauerschaden. Ja, das ist natürlich... Ja, geringer Mauerschaden ist gut. Aber ein bisschen was geht ja vielleicht runter. Was haben die für Bewegungsreichweiten jetzt, unsere Leute, ne? Innerhalb der freundlichen Grenzen, das ist richtig krass. So, wir können hier schon Angriffe machen. Sollten die vielleicht auch machen. Können wir die dann schon mal ein bisschen schwächen, wenigstens? Und gehen dann mal in die nächste Runde. Ach, guck mal, jetzt ist es hier auch gebaut. Ja, die steht zu schießen. Das sind Landsknechte, ne? Ja, gut. Ja, jetzt. Ja, das ist das, was ich befürchtet habe.
Aufhören! Das war so doof. Das war wirklich... Also, da muss ich auch sagen, das war selten dämlich. Ach, du Heilige. Ja, okay. Also, das war... Das war dumm. Das war wirklich dumm. Ich hoffe, das war nicht... Ich verstehe nur Freundschaft oder verbrannte Erde. Ich hoffe, das war nicht unsere Sechs... Die Sechser-Einheit, oder? Oh, nee, die steht da noch. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Schicken dich mal hier runter. So, können wir die Bombarden jetzt schon instellen? Ja. Vielleicht dann doch eine gute Idee, Avignon einzunehmen. Jetzt, wo... die ja doch vielleicht ein bisschen anstrengend werden könnten. Aber wir müssen es jetzt riskieren, ne? Das ist so gar nicht meins, aber... was bleibt uns hier übrig? Jetzt doch hier irgendwie reinzuziehen. Ja, und das gerade mit den Keshik war nicht so klug, was wir gemacht haben. Das Schöne ist, dass die alle zumindest Beförderung bekommen. So, das heißt aber, dass wir auf jeden Fall die hier aufbessern müssen jetzt und dass wir nochmal gucken müssen wegen den Karten. So, eine Karte hat sich eh rausgezogen, das ist gut. Dann nehmen wir die doch einfach mal rein. Mit den Einheitenverbesserungen. Eine andere Karte gibt es nämlich nicht mehr. Achso, das sind die Plünderungskarte. Ja, die sollten wir auf jeden... Ah, Mist. Das haben wir jetzt wirklich geplündert ohne die Karte? Oh, ist das unangenehm doof. Ich will so vieles haben. Ach, wir kriegen das gar nicht raus hier, ne? Ich möchte so vieles haben, was wir... Also das brauchen wir, das... mit dem freundlichen Gebiet ist auch noch sinnvoll. Können wir vielleicht raus... Wir sind jetzt ja teilweise schon im feindlichen Gebiet, also glaube ich, ist das nicht ganz so wichtig. Ich will diese Goldnachlass haben. Damit das jetzt günstiger ist. Warum ist das noch nicht günstiger? Es kostet immer noch 310. 155. Ach, wegen dem Korps. Ja, klar. So. Okay, das lief jetzt schon mal nicht so wie gewollt. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Können die immer noch plündern. Jetzt gibt es auch mehr Erträge. Danke für nichts. Wir schicken mal unseren General hier hin. Oh, das ist gut. Wenn das hier geht, dann ist das super, dass wir hier rein können. Den schicken wir mal hier hin. Der kann sich sogar noch bewegen. Das ist ja krass. Das anzugreifen wäre dumm. Aber wir plündern hier einfach und wir kriegen hier eine ganze Menge Geld. Ja, wir müssen jetzt auf die Städte schießen. Das ist jetzt wichtig. Dass die Einheiten gestorben sind, ist dumm. So, Wirtschaftswesen ist erforscht. Dann gehen wir jetzt natürlich in Richtung Plastik. Boah, wir werden uns an den Franzosen, glaube ich, die Zähne ausbeißen. Wenn ich weiterhin so doofe Entscheidungen treffe, übrigens, möchte ich das nur nochmal erwähnen, dass es
Jetzt vor allem mein Problem war gerade. Und wir können Gesandte schicken. Das ist interessant. Wir haben zwei Gesandte frei. Würde ich gerne nach Preslav schicken. Sehr gut. Dann dürfte das für die Franzosen jetzt auch zum Problem werden. Hoffentlich. Ja, gut. Sanitäter verbessern wäre auch nicht schlecht. Können wir jetzt eigentlich mal machen. Wir haben jetzt eigentlich genug Gold hier. Das ist gut. Es ist cool, dass wir hier ein bisschen was aufdecken können, finde ich. Das ist echt schön. Ja gut, wie gesagt, die können jetzt erstmal hier stehen bleiben. Das ist erstmal egal. So, Handelsverträge. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, uns mehr in Richtung Westen orientieren. Also deswegen ab nach Konstantinopel. Wir können übrigens noch eine neue Händlereinheit auch kaufen. Das können wir auch mal machen. Ich denke, das ist sinnvoll, das hier auch in Richtung Westen zu tun. Also zum Beispiel jetzt in Rustavi nochmal eine zu kaufen. Weil wir im Moment... Ja, guck mal, hier könnt ihr ja... Das ist ja schnell gemacht hier, wollte ich gerade sagen. Unruhe stiften klappt super. Nicht so, wie wir wollten, ehrlich bin. Ja, wir ziehen auch zu wenig ab. Ne, wir müssen uns eigentlich mehr... Wir müssen hier die Mauer, wir müssen hier die Bombarden haben. Die Bombarde muss da sein und der Vulkan darf nicht ausbrechen. Das ist jetzt super... irgendwie auch alles irgendwie ein bisschen gefährlich, was wir hier machen. Guck mal, und hier der nächste Handelsweg. Auch nach Konstantinopel, sehr schön. Hier ist sowieso eine Insel, eine vorgelagerte Insel. Oh Mann. Gebt mir Kraft, Freunde. So, Feldkanone. Wir können hier auch eine Feldkanone draus machen. Aber wir warten dann noch, glaube ich. Wir schließen die erst... Ah, ne, wir kriegen eine Feldkanone dazu, ne? Dann wäre es sinnvoll, glaube ich, wenn wir hier schon mal eine draus machen. Okay. Ich würde sagen, hier gönnen wir uns noch eine Runde. Zumindest den Rundenwechsel. Ich bin ehrlich, ne? Bei jedem Kampf, den wir führen, habe ich hier Schiss. So, die Beförderung machen wir natürlich erstmal. Stellung. Ist glaube ich, gut. Dann würde ich sagen, Attacke, oder? Attacke auf Avignon. Wir nehmen die jetzt doch noch ein hier unten. Ist zwar jetzt nicht unser Plan gewesen, aber... Nervt mich hier unten die Stadt. Sag ich, wie es ist. Ja, die Kavallerie kriegt hier schon ordentlich auf die Mütze. Da müssen wir uns jetzt auch drum kümmern. Der darf hier weiter plündern. Das ist gut, das macht die Stadt auch nicht besser. Ja, und die kriegen hier schon ordentlich drauf. Okay, das sieht also gar nicht mal so verkehrt aus. Jetzt müssen wir uns ein bisschen hier um den hier kümmern. Dass der so ein bisschen aus der Schusslinie kommt. Vielleicht mal einen Schritt zurück, dann kriegt er nicht mehr volle Breitseiteangriffe. Könnte aber sich heilen oder trotzdem noch... Ja, wir könnten hier Bauern... Ja, wenn die denn mal Bauernhöfe hätten hier, ne? Also da oben ist einer, aber dann sind wir so nah an Paris dran. Dann machen wir uns auch nicht beliebter. Ja, wir schießen erstmal, wenn es geht, irgendwie weiter auf die Stadt. So. Der...
darf sich jetzt ein bisschen ausheilen. Das wird jetzt hier gerade so ein bisschen alles verstopft. So. Was ist hier oben? Bevor wir jetzt hier wieder in diese flächendeckende dumme Idee rennen, hier von 4 Städten angegriffen werden zu wollen, können wir uns vielleicht darum kümmern, dass wir hier vielleicht ein bisschen was plündern. Ist aber auch super schwer, ne? Ich weiß nicht, ob wir uns mit den Feldkanonen hier, bin ich jetzt mal ehrlich, ob das ausrichten können. Aber wenn dann in Richtung Marseille tatsächlich zu ziehen, wäre schon sinnvoll. So, Sanitätereinheit. Wir haben doch hier auch eine Sanitätereinheit. Wo ist denn die? Die kann doch auch heilen. Hoffentlich. Was machen denn Sanitäter? Also, ich muss jetzt mal tatsächlich gucken, was die machen, weil ich habe das, ehrlicherweise, mit denen habe ich auch noch nie gespielt. Einheitsunterstützung kann angrenzende Einheiten heilen. Ja, das ist super. Wenn die geheilt werden müssen. Das heißt, wir können den auf jeden Fall schon mal da hinschicken. Hilft dann ja doch, glaube ich, auf jeden Fall für uns nochmal. So, nächster Händler ist da. Wir brauchen neue Handelswege. Konstantinopel 6. Ah, wir können auch hier nach Suchumi. Schön kurz, gibt 7 Gold. Nehme ich gerne. So, wen haben wir hier? Einen General. Was ist, wessen General ist das? Soll der nicht eigentlich... Mittelalter Renaissance, hallo? Ach so, oder wollten wir den auf... Was wollten wir denn mit dem machen? Ist das der, der... Ha. Soll der sich hier ausruhen oder soll der hier mit? Damit der jetzt auf einmal hergekommen ist. Oh ja, dieser... Ja, der Vulkan ist übel. Also ehrlich möchte ich gerne, dass wir den hier besiegen, dass die Bombarde hier aus diesem Radius rauskommt. Das wäre immens wichtig. Und wir müssten eigentlich die auch nochmal bewegen. Da ist eine imperiale Garde von Mietler ausgehoben. Achso, einer davon müssen wir jetzt aber vielleicht mal platt machen. Die hat 89. Die hat 80er Kampfstärke. Aber ich glaube, die reibt sich doch jetzt hier eh auf. Ja, die steht auch hier im Feuer, ne? Das ist auch alles gefährlich. Vielleicht schieben wir die nochmal hier hin. Und nehmen die mal so ein bisschen aus der Schusslinie alle. Zumindest soweit es geht. Und dann müssten wir, glaube ich... Naja, wir könnten das plündern. Das ist schön, aber das bringt uns jetzt im Moment nichts. Also ja, können wir machen. Kriegen die weniger Erträge. Ist okay. Komm, nehmen wir mal mit. So, bevor wir in die nächste Runde gehen, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Folgenschluss. Es bleibt spannend. Frankreich gegen die Mongolei. Puh, es wird knackig, glaube ich. Und ich bin, glaube ich, ein bisschen auf Hilfe aus den Kommentaren angewiesen. Also haut in die Tasten. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zur nächsten Folge. Guckt auch gerne mal in die anderen Projekte rein oder seid gerne mal live dabei. Wir würden uns auch da freuen. Sonntag ist grundsätzlich jetzt fast immer unser Streamtag. Ab Sonntagnachmittag findet ihr uns live auf Phalanx Streams bei Twitch. Phalanx unten Streams. Gerne auch da ein Follow und ein Like da lassen. Würde uns auch freuen. Dann verpasst ihr auch da keine Streams, wird benachrichtigt und so weiter. Ihr kennt das Spiel ja. Ne? Ihr seid ja alle alte Hasen sozusagen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao.